Braucht man Sportklamotten? Man braucht keine Sportklamotten. Es geht so im Anzug. Ich wollte eigentlich auch schon Anzug anziehen, hat aber gerade keinen parat. Na, aber noch nicht geliefert. Die Leute hier sind relativ underdressed beim Training. Entschuldigung. Gut, also Leute, schiebt euren Stuhl zurück und dann haltet euch mal an eurem Tisch, an eurer Wand irgendwo fest, schiebt ein Bein nach hinten weg, streckt das durch und bewegt ihr erstmal euer Sprunggelenk durch. Heißt, schiebt eure Ferse in Richtung Boden und drückt euch dann nach oben weg. Wenn euch euer Tisch zu niedrig ist, dann könntet ihr euch zum Beispiel einen Elliot-Tisch bestellen und mit dem Hashtag Smart5, oder? Smart5, ja. Smart5 als Code eingeben und bei jedem Kauf kriegt ihr diesen Smart-Controller mit dazu, mit dem ihr die Höhe eures Tisches steuern könnt. Das ist ein richtiger Influencer. Seitenwechsel. Stellt das andere Bein nach hinten auf, streckt es ganz durch, sodass ihr einen schönen Zug habt, leichten Stretch auf der Wade und hebt die Ferse vom Boden weg und bringt sie wieder in Richtung Boden. Das Sprunggelenk mobilisieren. Gerade an eurem Schreibtisch wird das oft nicht gebraucht und deswegen ganz wichtig, da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ein letztes Mal. Und stopp. Sehr schön. Dann lockert kurz eure Beine aus. Jetzt geht es so ein bisschen auf die Hüftvorderseite. Ihr seid die ganze Zeit in einer sehr angenäherten Position, wenn ihr gerade so einen Stehschreibtisch habt. Und dann macht jetzt mal einen großen Schritt nach hinten. Bringt euer hinteres Knie in Richtung Boden und zieht mit euren Armen weit nach oben in Richtung Decke. Setzt ein leichtes Lächeln auf, auch das wichtig. Und steigt wieder nach vorne. Wechselt die Seite, hinteres Knie in Richtung Boden. Tief einatmen, ausatmen. Und so geht es im Seitenwechsel mit einem Bein nach hinten wieder vor. Wie gesagt, ihr werdet nicht großartig ins Schwitzen kommen, deswegen nicht nötig, euch hier in die Sportklamotte zu werfen. Noch einmal auf jeder Seite. Letztes Mal. Und stopp. Sehr schön. Lockert nochmal eure Beine. Und dann stellt euch so hüftbreit mit euren Füßen auseinander. Startet bei eurem Kinn, bewegt jetzt die ganze Wirbelsäule durch und bringt nochmal so eure Rückseite ein bisschen auf eine Dehnung. Rollt euch Wirbel für Wirbel ein und greift mit euren Händen nach unten zu euren Zehenspitzen. Ihr könnt die Beine leicht beugen für den letzten Moment und dann rollt euch Stück für Stück wieder nach oben, spürt jeden Wirbel einmal, setzt wieder euer schönstes Lächeln auf und zieht mit euren Armen weit nach oben in Richtung Decke. Geht hier richtig in die Überstreckung rein, nehmt auch gerne den Blick mit und dann geht's wieder tief. Euer Tempo. Spürt in jeden Wirbel rein, mobilisiert die Wirbelsäule. Koppelt das Ganze mit eurer Atmung. So dass, wenn ihr gerade im Office seid, physisch, sich die Leute auch fragen, was macht ihr da? Und man könnte da erzählen, Base5 oder wenn es euer Chef ist, gleich mal neue Tische mit ins Spiel bringen. Ein letztes Mal weit nach unten. Weit nach oben und stopp, wieder kurz locker. Stellt euch jetzt hüftbreit hin mit euren Füßen und geht in große Kreisbewegungen mit eurer Hüfte. Schaut, dass ihr in jedes Eck von eurem Raum einmal mit der Hüfte zeigt. Und Richtungswechsel. Und stopp. Dann verschränkt eure Hände hinter eurem Kopf, zieht eure Ellenbogen weit auseinander, lasst eure Hüfte jetzt an Ort und Stelle und neigt euch von Seite zu Seite. Das heißt immer, ein Ellenbogen schiebt in Richtung Decke, der andere zieht nach unten in Richtung Boden. Zieht euch da selbstständig auseinander, öffnet hier gleichzeitig eure Brust durch diese Position
Brustbein schaut aber immer nach vorne, sodass es wirklich so eine Neigung ist. Öffnet die Flanken. Brustwirbelsäule zum Beispiel ganz wichtig. Solltet ihr so ein bisschen Nackenverspannungen verspüren. Es fängt meistens ein Stück weiter unten an bei der Hüfte, bei der Brustwirbelsäule. Deswegen nehmen wir uns da viel Zeit. Jawohl, und einmal kurz locker. Dann geht ihr an euren Schreibtisch. Die Höhe ist eigentlich egal, ich stelle es mir jetzt aber auf die perfekte Höhe ein. Legt eure Hände auf den Schreibtisch ab und dann schiebt ihr euren Po nach hinten weg und lehnt euch so richtig durch eure Schultern durch. Sinkt ihr weit nach unten, sodass ihr eure Schultern öffnet. Und dann geht ihr mit einer Hand an eure Schläfe und rotiert mit eurem Ellenbogen weit in Richtung Decke auf. Nehmt den Blick mit. Kommt zurück, setzt die Hand wieder auf den Tisch ab und dann macht ihr das Ganze zur anderen Seite. Und so geht es im Wechsel rechts und links. Koppelt das wieder mit eurer Atmung. Einatmen, ausatmen. Hier wieder Öffnung für die Flanken. Und die Wirbelsäule mal in so eine Rotation rein. Und wichtig auch der Blick, dass ihr da ein bisschen umherwandert, also schaut auch wirklich, nehmt einen Punkt an der Decke über euch wahr, blickt wieder zurück und dann das nächste Mal, wenn ihr aufrotiert, schaut ihr vielleicht einen Punkt, der weiter hinter dem liegt, wo ihr gerade hingeschaut habt. Noch einmal auf jede Seite. Und stopp. Kurz lockern. Sehr gut. Und dann geht es an die Halswirbelsäule. Und zuerst mal blickt ihr einfach von links nach rechts. Steht dabei ganz aufrecht. Stellt euch vor, aus eurem Scheitel entspringt ein goldener Faden, der euch in Richtung Decke zieht. Und dann nehmt den Blick von unten nach oben. Und dann blickt nach vorne, Nasenspitze schaut immer gerade vor und neigt euren Kopf von rechts nach links. Ist immer ein Ohr zur gleichseitigen Schulter nach unten bewegen. Ja, und dann geht es noch so an eure Handgelenke, verschränkt hier eure Hände ineinander und geht in große Kreisbewegungen. Ihr wechselt selbstständig immer wieder mal die Richtung und dann ein kleiner, auch sensorischer Zusatzinput für euch. Faltet mal eure Hände etwas anders und zwar, wenn ihr sie jetzt so ineinander verschränkt habt, legt ihr euren Daumen eine Station höher ab. Okay, das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an, ist aber ganz gut mal zwischendrin was Neues zu probieren. Das war jetzt nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Jawohl. Und stopp. Kurz lockern. Und dann gehen wir noch in eine ganz kleine Aktivierung. Und zwar geht ihr in eine Liegestützposition. Handgelenke sind warm. Und jetzt kippt mal euer Becken vor und zurück in diese Liegestützposition. Dass ihr da ein bisschen Bewegung reinbringt und bleibt in dieser nach hinten gekippten Position, zieht eure Schultern von den Ohren weg und macht euch jetzt so lang ihr könnt in dieser Liegestützposition. Atmet trotzdem flüssig weiter und dann tippt ihr mal mit eurer linken Hand an eure rechte Schulter, setzt sie langsam wieder ab, dann rechte Hand an die linke Schulter. So geht es im Wechsel rechts und links. Mobilität ist nicht immer nur dieses Durchbewegen, sondern auch mal zu stabilisieren, ein bisschen Belastung reinzubringen. 3, 2, 1 und dann dürft ihr schon wieder nach oben aufstehen, rollt euch hier Wirbel für Wirbel hoch
Und dann noch zu guter Letzt, kleiner Input für euer Hirn, um das mal wieder eine ganz neue Anforderung zu bringen. Und zwar schaut ihr, dass eure Fingerspitzen zueinander zeigen. Zueinander. Und jetzt bewegt mal erstmal nur, spreizt nur euren Zeigefinger ab, legt sie wieder zusammen, dann die kleinen Finger abspreizen und zusammen. Das mal nur im Wechsel, wenn euch das sehr schwer fällt auf einer Seite, dann ruhig mal so nachhelfen und selbstständig die Finger hier in die Position bringen. Und dann macht das mal im Wechsel, wenn es gut funktioniert. Links hoch, rechts hoch, links kleiner Finger nach unten, rechts kleiner Finger. Im Wechsel, rechts und links. Auge-Hand-Koordination. Jawohl, kurz auslockern. Hört sich manchmal ganz komisch an. Jetzt noch ein Stück schwieriger. Links spreizt ihr euren Zeigefinger ab, rechts den kleinen Finger. Dann fahrt ihr so ineinander durch, also da, wo Platz ist, einmal durchfahren. Wechselt die Seite, das heißt links der kleine Finger, rechts der Zeigefinger und macht die Bewegung zurück. Man probiert das möglichst gleichzeitig zu machen, zu koordinieren. Ruft euch da ein. Noch eine Runde. Und stopp. Finger auslockern, kurz die Hände schütteln und dann wippt man nur mit euren Fersen auf und ab. Bringt jetzt noch ein bisschen die Herzfrequenz nach oben. Arme lockern, Schulter sind ganz locker. Und dann geht man über in so einen lockeren Sprung. Federt hier gerne von links nach rechts. Mal mehr das linke, mal mehr das rechte Bein belastet. Die Arme noch ganz locker. Jawohl, geht über in beidbeinige Sprünge. Und macht mal so einen lockeren Hampelmann, Hampelfrau. Jawohl, dann nehmt eure Arme und Beine vor und zurück. Gleicher Rhythmus. Und wieder, das ist was für den Kopf. Die Arme bleiben in der Bewegung. Die Beine gehen seitlich. Jawohl, grooft euch hier erstmal ein. Und wechselt beides, Arme und Beine. Das heißt, Arme seitlich, Beine vor zurück. Hier kurz eingrooven und wechsel, beides, wechsel, wechsel und stopp. Sehr schön. Trinkt nochmal, wenn ihr euer Wasser noch nicht ganz ausgetrunken habt, einen großen Schluck. Und dann seid ihr wieder fresh und aktiviert für die nächsten, sagen wir so 20 Minuten an den Arbeitstisch, schaut ihr, dass ihr dann vielleicht wieder eine kleine Pause einbaut. Nochmal euch erinnert ans Wasser, füllt es dann gerne zwischendrin auf. Bewegt euch zwischendrin gerne nochmal durch mit den Sachen, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Und wenn euch irgendwann eure Sitzposition komplett nervt, wechselt sie. Die beste Position beim Sitzen ist die nächste. Und ganz besonders gut geht das mit dem Elliot-Schreibtisch. Mit dem Code SMART, Hashtag SMART5, könnt ihr hier bei der Bestellung eines Elliot-Tisch einen Smart Control, der, wie ich finde, sehr, sehr praktisch ist, mit dazu bekommen. Macht's gut, schönen Arbeitstag und bis morgen. Tschüss.